Im Augenblick sind wir hier sicher. Morgen früh machen wir neue Pläne. Ihr habt euch gut geschlagen. Jetzt muss ich euch auf den Rest eurer Reise vorbereiten. Zeus ist jetzt allmächtig, aber das war nicht immer so. Vor langer Zeit herrschten die Titanen unter Kronos über das Universum und die Menschen litten unter ihrer Knechtschaft. Castor! Folgt mir, Vater! So, wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir sind in einer Traumsequenz, beziehungsweise Traummission. Nee. Kann ich mich so gar nicht mehr dran erinnern, aber wir schauen mal, was passiert. Nee. So, da ist Zeus. Hier ist der Tempel von ihm. Ihr seid nicht wie andere Männer, Vater. Die Götter sind euch wohlgesonnen. Bringt die Reliquie zum Tempel. Mhm. Aber erstmal hier den einen oder anderen verprügeln. Weil, vielleicht sollen wir erst die Reliquie dahin bringen. Ja, und schon heilt uns Zeus und er macht alles hier Blitzdings. Hm, so Chemnitz hat was. Ach, der Gagarin, das ist auch hier der Lümmel. Und auch er wird geblitzdingst. Wunderbar. Was ist das für ein beknackter Albtraum? Und außerdem, warum regeneriert er so schnell Leben? Und ich nicht. Wie geht er down? Die Prüfungen, die ihr bestehen müsst, stärken euch. Setzt eure Mission fort, Vater. Ich muss sagen, Castors Gesicht sieht hier auf dem Bild irgendwie komisch aus, oder? Na gut, schauen wir, was der Traum weiter noch für Gefahren und Prüfungen birgt. Ja, ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen. Dann heilen wir uns mal jetzt eben. Alter, wie soll ich das denn schaffen? War es das jetzt, oder? Ich werde bekloppt, ich habe tatsächlich verloren. Ja gut, alles klar, dann wiederholen wir doch mal schnell das Szenario. Gute Sequenz können wir uns verklemmen. Aber wie soll man das denn... Habe ich irgendwie vergessen, dass man im Tempel was ausbilden kann oder so? Egal, wir schauen einfach mal schnell. Bringen dann gleich mal schnell die Reliquie hin. Ihr seid nicht wie andere Männer, Vater. Die Götter sind euch wohlgesonnen. Bringt die Reliquie zum Tempel. So, zack. So, möget ihr bitte alle geblitzdings werden. Was ist das überhaupt? Der Schwanz des Cerberus. Mythische Soldaten setzen ihren Spezialangriff öfter ein. Ja, das ist ja toll. Da kommen wir aber erst mal den Platz, damit eine Schadensquelle weniger schon mal da ist. Soll ich die Flammenwaffen vielleicht mal gleich benutzen? Bringt das was bei ihm oder bringt das nur was bei Standardeinheiten? Das weiß ich gerade nicht. So. Die Prüfungen, die ihr bestehen müsst, stärken euch. Setzt eure Mission fort, Vater. Vernichten Sie die Wächter des Schreins dort drüben. Ja gut, vielleicht sollte ich die einfach mal hier rüber kiten. Na, greife die jetzt direkt an oder habe ich noch Zeit zu regenerieren? Ja. Ach, guck an, ich hätte einfach nur einen Schritt weiter vorgehen müssen. Oh, super. Hätte man mir auch mal sagen können, Mensch. Ja, nicht schlimm, der steht gleich schon wieder auf. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen mit dem Heal, Zeus. Den hättest du gerade mal bringen können. Ah, super, ein Schritt weiter und das Thema wäre gerade gegessen gewesen. Toll. Und, war es das jetzt? Zeus, Poseidon und Hades kämpften gegen die Titanen. Kronos und die Titanen wurden in den Tartaros verbannt, den tiefsten Teil der Unterwelt. Zeus wurde zum Herrscher über den Himmel. Poseidon neidet seinem Bruder diese Sphäre und will sie für sich. Kronos weiß das und verspricht Poseidon die Macht, falls er freigelassen wird. Poseidon? Nein,
Ja, es gibt mehrere Stellen, an denen man in den Tartaros eindringen kann, aber Zeus versiegelte sie alle mit undurchdringlichen Toren. Diese können nur von einem Sterblichen geöffnet werden, Gargarensis. Das Tor. Das also sahen wir, als wir Erebos in Griechenland betraten. Ja, Gargarensis glaubt, wenn er den Titanen bei der Rückkehr hilft, werden Poseidon und Kronos ihn zum Dank unsterblich machen. Ach so, das war also der ganze Plan dahinter. Beseitigt diesen Erdrutsch, um aus der Unterwelt zu entkommen. Esto. Ja? Okay. Esto. Ah, cool, ein paar Homeboys. Ne. Etemos. Etemos. Ich hoffe zumindest, dass es Homeboys sind. In which? Into you. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Etemos. Etemos. Malesta. So, dann jetzt. Leger. Malesta. Mana. Volume. Mana. Leger. Enito. Ihr seid mein Trupp Nummer 1, ihr seid die 2 und Wedge. Ihr, liebe Geister, seid die Nummer 3. Ach komm, einer kann mal hier die Hydra eben wegsnacken, damit wir da nicht so... Nicht wahr? Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Arkantos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? Hä? War der Dialog jetzt richtig an der Stelle, oder... hätte das eigentlich so gar nicht sein sollen? Weil das war doch eigentlich das aus der allerersten Intro-Sequenz, oder? Na gut, vielleicht war er jetzt gerade hier im Kampf mit dabei. Ich habe mir jetzt die einzelnen Charaktere nicht durchgeschaut. So, jetzt sollte alles so langsam geheilt sein. Ach komm, snack du mal direkt diese Hydra weg. Ach komm, die Katapulte können schon mal direkt da drauf schießen. Brauchen sie gar nicht erst hier sich mit der Chimäre beschäftigen. Kriegt er Gott sei Dank genug aufs Maul. So, hier müssen wir wohl ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber da kriegen wir doch alles hin, ne? Ja, ihr könnt da sowieso nicht angreifen. Aber ihr könnt euch gerne dazustellen und wichtig wirken. Und schön leuchten, ja, schön leuchten könnt ihr auch. Oh, hey! Danke, Zeus! Nein, liebe Katapulte, ihr sollt weiterschießen, auch wenn ihr jetzt nur zu dritt seid. So, ich glaube, ich lasse mich mal lieber hier hinten stehen. Die Katapulte sollen das da schön in Ruhe machen. Auch wenn das Ding hier unglaublich gut gepanzert ist. Oh, Castor hat es beinahe zerrissen. Das ist ja nicht so gut. In which? Into you. So, gleich haben wir es. Noch zwei Salven. Dann sollte es das gewesen sein. Ja, letzte Salve. Und gib ihm! Alter, wir müssen fort von hier. So, raus aus der Unterwelt. Eure Feinde sind auf der anderen Seite des Meeres, Vater. Eure Flotte ist bereit. Okay. Daran kann ich mich gerade so gar nicht mehr erinnern. Leger. Esto. Okay. Wir müssen so schnell wie möglich einen Stützpunkt am anderen Ufer errichten. Etemos. Nehmen wir hier mal alles mit. Gehrig. Ah, Moment. Nein. Kasto, du einmal raus. Du nimmst doch bitte Ette hier auf. Into you. Ach, du kannst nichts aufnehmen, ja toll. Ja gut, egal. Ah ja, erstmal die Fischerboote, ist klar. Das ist natürlich das Wichtigste. Juhu, das Tentakelmonster kommt. Und diverse Tentakelmonster, besser gesagt.
So, dann landen wir mal hier alles. Was es so zu landen gibt. Hui, jede Menge Kreaturen, cool. Ach, jetzt Gargarenz ist auch noch mein Homeboy, ist klar. So, Moment. Euch packe ich mal hier zur Seite. Wenn das denn so einfach ginge. So. Erstmal hier Stützpunkt aufbauen, das übliche. Gott sei Dank haben wir hier. Wer ist das? Das ist eine Blitzstatue. Das ist schön. Dann haben wir da mal schön den Lümmel platt, der meint uns foppen zu müssen. Ja, genau. Versuch's nur, Punk. Zerstört diese Belagerungswaffen! Also wir brauchen dringend hier hinten, würde ich sagen, machen wir mal einen Kornspeicher hin. Ja, der Platz ist einigermaßen okay. Was sind das denn? Gewölbe des Erebos. Die Schatzkammer des Hades besteht in einem langsamen, stetigen Zufluss an Gold. Ja, sehr geil. Dorfbewohner bewegen sich schneller, das ist auch sehr gut. Und was haben wir hier? Goldene Äpfel. Aphrodite bewegt das Dorfbewohner in Tempeln schneller Gunst erwerben. Auch sehr geil. Das ist alles sehr geil. So, aber dazu sollten wir erstmal einen Tempel bauen. So, hilfst du da hinten mit. Ah, ein Teddybär! Ja komm, dann kannst du ihn auch gleich mal ausnehmen. Dann darfst du hier einmal das Lagerhaus für Goldbau. Alter, wie viele Schätze hier rumliegen, krass. So, und du darfst dann jetzt gleich den Tempel bauen. Und zwar hier hinten hin. Ach, Garrenz ist du, Lümmel. Du hättest doch, glaube ich, den anderen Schatz noch nehmen können, ne? Stimmt. Das ist da ein Weltwunder. Und das wird zerstören. Okay, scheinbar. Ich vermute, ich darf gleich Atlantis angreifen. Also, ich bin gerade dabei, Atlantis anzugreifen. Quasi mache ich nur hier die andere Seite. Was haben wir hier? Alter, so viele Schätze. Ich guck mal gleich, wenn ich... Ach, du hättest auch noch was nehmen können, lieber Kamos. Ja, dann... Gott sei Dank habe ich schon viele Einheiten. Zwar alles nur mythisch, aber immerhin wirkt sehr gut gegen normale Einheiten. Karawanen sind kostengünstiger und schneller. Schön. Und was haben wir hier? Mehr Lebenspunkte für Gebäude. Auch schön. Was hast du in der Hand? Mythische Soldaten sind widerstandsweniger und kosten weniger. Schön. Was haben wir hier? Götter gewähren uns mehr Gunst. Hier ist auch noch was. Meine Fresse. Wälle sind widerstandsfähiger. Heidewitzka. Das ist ja echt einiges hier. So, wir entwickeln mal die Chimären weiter. Und diverse andere Lümmel. So, du darfst mal mithelfen beim Bauen. So. Dann darfst du, Akanthos, einmal wieder zurücktingeln und dir mal eben der andere Gerät holen. Oh, Korrektur, da waren ja zwei. Dann, wo ist er? Gargarensis. Einmal mitmarschieren. Ich würde sagen, wir stellen hier jetzt einfach mal eine Festung hin. Kaserne schade mit Sicherheit auch nicht. Das war doof. Aber egal, gucken wir gleich noch. Dann holen wir uns halt erst hier noch was anderes.
als Unterstützung. So, und ich brauche wesentlich mehr Dorfbewohner. Fällt mir mal wieder ein. Ach, Leute. So, zack. Einer das, einer das. Und wieder zurück ins Boot. Komm, mach hinne. Zack, so. So, ihr holt mal mehr Gold. Du kümmerst dich mal um mehr Mampf. Obwohl, nee, du kümmerst dich mal um mehr Mampf. Oh, hey. Ich sag, bauen wir doch mal hier so ein Türmchen hin. Zack. Leje. Ihr macht mit, Mampf. Ach super, der war gerade zu nah dran, deswegen hat er nicht geballert. Ich war schon irritiert. Okay, wenn du jetzt mal ins hier Dorfbewohner abknallen zu müssen, das geht ja mal gar nicht. Das kann nicht sein. Ich misch mich ein. So, was haben wir hier? Oh, die Gastrapheten. Da habe ich in einer kleinen Multiplayer-Runde mit dem Kai gelernt, dass die unfassbar stark sind. So, du, meine Liebe, darfst mal hier ein bisschen beten gehen. Wir verbessern derweil die Türme und sämtliche Einheiten, weil ich gerade noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Ach, hier ist ja noch was. Der Ring der Nibelung. Ein Goldrinnsal. Wey, Rinnsal. Wey. Was? Alter, nicht cool. Wolltest du auch mal angreifen, oder? Alter, das ist ja noch ein Schatz. Meine Fresse. So, wird Zeit, dass wir mal einen Hafen bauen. Ja, genau. Der ist das wichtigste Ziel. Nicht wie hier die, die euch angreifen. Ach Gott, ist das ehrlich. So, und schon eine gepaddelt. Wunderbar. So, wir brauchen mehr Upgrades, wir brauchen Bass, wir brauchen Zeugs. Du holst ja einmal das, du einmal das. So, was war das jetzt hier? Genau, das Goldrinnsal. Und du hattest hier Dorfbewohner erlegen Tiere mit einem einzigen Schuss. Das ist ja auch schön. So. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen der Belagerungsgerät. Echt jetzt? Passt das nicht mehr in den Tempel rein? Tatsache, ich brauche einen zweiten Tempel. Gibt's doch nicht. Ja gut, dann her damit. Daran soll es ja nun wirklich nicht scheitern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da muss ich auch mal gucken, dass ich schleunigst einen Marktplatz baue. Und allgemein noch wesentlich mehr Dorfbewohner ausbilde. Reicht das Bösen, erreicht das mythische Zeitalter durch die Entschlossenheit der Artemis. Aha. So, du könntest mal Holzfällen gehen, da brauchen wir nämlich gleich noch jede Menge von. So, und du gehst mal Fisch fangen. Leche. Prostagma. Alter, da ist noch was, ey. Du kriegst echt die Tür nicht zu hier. Prostagma.
So, dann holen wir uns den natürlich auch. Da oben ist ja auch noch ein Schatz. So, dann gucken wir mal, dass wir hier auch ein bisschen was ausgebildet bekommen. Vielleicht so ein paar nemeische Löwen, die wären auch nicht schlecht. Was ist das jetzt hier? Erhöht das Bevölkerungslimit für Dorfzentrum. Ui, schön. Ey, dein Scheiß Ernst? Ey, du Drecksack! Du blöder, kranker Sack. Ich glaube es ja wohl. Das weiß ich nicht. Die Schmiede habe ich verloren, die Kaserne habe ich verloren und ein Lager habe ich verloren. Ja, gut. Okay, es gibt Schlimmeres, aber ist trotzdem ziemlich mies. Was mir wiederum zeigt, ich sollte meinen Angriff definitiv noch ein bisschen schneller vorantreiben. So, erstmal das Dorfzentrum wieder aufbauen. Hier dann so zwei, drei Belagerungswaffen. Wobei die Gastrafeten ja auch extremst gut gegen Gebäude sind. Hm, da haben wir jetzt noch nichts. Wir bräuchten mal. Haben wir irgendwas zur Erkundung? Ja, müssen wir gleich mal schauen. Leje. So, die Schmiede muss auf jeden Fall noch kommen und dafür brauche ich gerade erstmal noch ein bisschen Holz, deswegen kommt hier hinten ein Lager hin. So, du reparierst mal bitte Ette hier. Das Upgrade können wir schon mal machen. Reichweite und Angriffsstärke von Belagerungswaffen steigt dir, das ist doch mal schön. Machen wir erstmal hier diesen Blitzturm platt. Oh, schön, ihr trefft auch mal. Ja, oder auch nicht. Nein, du wirst hier nicht unsere Katapulte platt machen. Das kannst du dir knicken. So, was haben wir denn hier hinten? Bestimmt ist hier doch irgendwo ein weiterer Schatz, oder? Ja, und noch ein Dorfzentrum, meine Fresse, nee. Es ist echt unglaublich. Na gut, aber es ist ja auch eine Traumsequenz und da darf man auch mal was Schönes erleben und nicht immer nur Mist und Tinef. So, dann bau du doch mal bitte hier direkt ein Dorfzentrum hin. Du schnappst mir mal bitte, was ist das? Das Kopesch des Horus. Helden fügen mythischen Soldaten mehr Schaden zu. Das ist doch mal nett. Du schnapp dir mal bitte das. Du bringst es mal zurück in den Tempel, aber da werden nur noch die beiden reinpassen. Und dann ist es auch schon wieder zu voll. Also ihr beiden baut mal die Schmiede wieder auf. So. Dann haben wir. Hier war doch noch was. Ach, da oben, ja, genau. Mithril-Hufeisen. Ja, Geschwindigkeit von Kavalleriesoldaten. Okay. Kann man machen, muss man nicht. So. Da wir sowieso schon nur mythische Einheiten haben, würde ich sagen, könnten wir das auch theoretisch einfach mal beibehalten. Na komm, bring das mal direkt dahin. Ich weiß gerade gar nicht, profitieren mythische Einheiten eigentlich auch von diesen ganzen Boni? Ich glaube nicht, ne? So, aber egal. Wir bauen uns noch hier zwei, drei Katapulte, dann noch ganz viele Gastrafeten. Das werden die einzigen Fernkämpfer sein und deswegen, weil wir die Gastrafeten haben, werden wir auch hier noch ein paar Upgrades machen. Oh, hey! Schnell alle umbringen. Ach komm, dann machen wir direkt noch zwei neue hinterher. Sonst wird das ja alle nix hier.
So, einmal zurückziehen, bitte. Ja, auch du, kleiner Löwe. Nicht, dass ich jetzt irgendwie deine Größe dissen wollte oder so. So, dann einmal da drauf hauen. Ach komm, machen wir mal hier die Wächter. Zack. Summ. Zoom, zoom. So, dann einmal bitte wieder aufstehen, mein Lieber. Danke. Und wieder direkt zurück. Den Rest machen meine Katapulte hier. Ach, da oben haben wir schon wieder was. Meine Fresse. Mir fällt gerade ein, ich habe den Marktplatz vergessen zu bauen. Der kommt mal hier hinten hin. Damit wir da auch ein bisschen Gold erzeugen. Ja. Und ich würde sagen, ich bin ja so ein großer Freund von Fernkämpfern. Deswegen werde ich dahingehend auch nochmal ein bisschen was baumäßig unternehmen. Da steht auch noch was. Alter, so. Was haben wir da? Erhöht die Geschwindigkeit von Helden. Schön. Dann schaffst du dir mal das. Rostock mal. Nee. So, dann geht mal weiter beten. Für dich müssen wir im Blick behalten. So, was hast du jetzt hier? Infanteriesoldaten haben eine bessere Panzerung gegen Hackangriffe, das ist doch mal schön. Aber du läufst hier völlig auf Ehrwürgen, mein Lieber. Ach, das ist Achilles auch noch. Ja, moin, dann verprügeln wir doch mal direkt einen Held. Schön. Wo ist er? Da ist er. Auf hier hin. Da gibt es noch ein paar Upgrades, die wir machen dürfen, können, müssen, wollen. Was wollte ich jetzt? Kann man das einer sagen? Genau, hier wollte ich weiter bomben. Stark gegen Infanterie und Gebäude. So, wir können auf jeden Fall mal hier die Upgrades machen. Kaufen wir mal ein bisschen Holz. So, schicken alle direkt dahin. Wer ist da? Schon wieder Achilles? Jo, Tatsache. Und wer bist du? Theokrat, oha. Dann machen wir erstmal euch hier alle ganz in Ruhe grad. Oi, die haben ja eine biblische Reichweite und die machen auch irgendwie einen biblischen Schaden. Deswegen sollte ich mich da gerade mal ein bisschen verpieseln. Sonst kriege ich mächtig die Fresse dick. Da habe ich nur bedingtes bis gar kein Interesse dran. Wir verkaufen mal wieder ein bisschen Holz. Guck mal, ihr macht erstmal das Tor hier platt. Ihr dürft auch gerne mithelfen. Da mal vorankommen. Ja, mir fehlt leider aktuell ziemlich viel Gold, wie ihr seht. Oh, ich glaube, ich muss mich tatsächlich mal zurückziehen, denn ich bekleckere mich hier nicht gerade mit Ruhm. Okay, ich brauche doch eine Kaserne und auch mal normale Kampfeinheiten, sonst wird das alle nix. So, bin ruhig noch weiter zurück.
Weil diese Priester, die haben eine unfassbar hohe Reichweite. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. So, dann gucken wir, ob ihr dem ein bisschen was reindrücken könnt. Ja, könnt ihr. Sehr schön. Und er ist down. Und meine ganze Armee fast auch. Alter. Krass. Oh, hey, ich habe nur noch einen, der Gold abbaut. Das ist schlecht, deswegen kommt hier mal eben ein Lager hin. Und ich wundere mich schon, warum ich kein Gold mehr reinkriege. Ja, ist jetzt auch ein bisschen nachvollziehbarer geworden. So, 1, 2, 3, 4, 5. Na, nicht ganz. Einer fehlt noch. So, dass wir mal auch ein paar normale Einheiten kriegen, weil wir stellen uns ja offensichtlich zu doof an. Ja, da ist aber ein Stress hier. Prostagma. Mittlerer Hopit, ja, das kriegen wir aber noch besser hin, würde ich sagen. Machen wir hier eben ein kleines Upgrade. Ich würde sagen, hier, weil ich so viel Holz habe, können wir ein paar von euch lieber für Mampf sorgen. Wie viel Gold bringt ihr? 19, ja, das ist ja immerhin schon mal was. Angriffsstärke von Hopliten, das ist doch mal sehr schön. So, 7 Stück bilde ich jetzt aus. 8. Ein bisschen was brauche ich noch. 9 und 10. Ihr kommt auch dahin. Also, damit wir gleich mal hier einen vernünftigen Angriff starten können und nicht so dieses Elend, was wir hier jetzt gerade gesehen haben. Das war ja mal überhaupt nichts. Aber ich glaube, so viel ist wohl gar nicht mehr. Wenn ich sehe, wie billig das hier geworden ist, Allwissenheit, Standort aller gegnerischen Einheiten, das richtet sich nämlich, weiß ich auch von Kai, danke dafür nochmal. Das richtet sich nämlich danach, wie viele Einheiten überhaupt noch so auf der Karte sind. Und je weniger Einheiten es sind, desto weniger gibt es aufzudecken. Und das heißt auf jeden Fall, ich habe schon einiges hier platt gemacht. Und das wiederum finde ich sehr gut. So, machen wir noch Schwert und Schild ein bisschen. Oh, hey, ja toll. Super, machen die mir direkt einen Großteil meiner Armee platt. Bin natürlich richtig schön mies, aber Gott sei Dank kommen wir hier alle wieder, weil ich Hades Buddy bin. Das wiederum heißt, ich habe hier ein paar Schatten des Hades. Die, euch lasse ich mal vordringen, weil ich meine, ihr tötet doch sowieso mit einem Schlag, ne? Oder haut ihr normal zu? Moment. Weiß ich gerade nicht. Ach, egal, komm, wir nehmen euch einfach in unsere Trüppchen mit auf, dann passt das schon. So, und ich wollte ja noch einige Gastrapheten ausbilden. So, machen wir noch Elite-Infanterie draus. Und hier noch ein paar weitere Hopliten, weil die sind ja, haben wir jetzt doch ein bisschen aufs Maul bekommen, die Herren. So, da ich so viel göttliche Gunst habe, sollte ich vielleicht doch mal einen Animation Löwen. Oder wenn ich gleich genug Mampf habe, auch mal einen Zyklopmältesten. Komm, ich brauche mehr Mampf. Sehr schön. Ich weiß, ich hätte das in einer anderen Kaserne machen, in einem anderen Tempel machen können, da wäre es schneller gegangen, aber naja. Ist mir gerade egal, die Zeit haben wir. So, zack, da ist er. Sehr schön, jetzt haben wir auch die Elite-Hopliten. Die sind ein bisschen stärker. Ich würde sagen, die Geister schicke ich jetzt einfach mal vor. Ach, guck an.
Er hier ist ja immer noch da. Oh, und da sind wieder die Arschlochpriester. Aber die kriegen auch relativ schnell aufs Maul. Ach, guck an. Ajax, Herakles, alle sind sie da. Dann hoffe ich mal, was bringt das nochmal, Pestilenz? Militärgebäude verhindern, dass sie neue Soldaten ausbilden. Ja, komm, machen wir mal hier. So, das hätten wir. Wer bist du denn? Ach, Hippolyte. So. Ihr macht schon weiter die Helden platt. Leche. Ich sollte direkt mal ein bisschen was Neues ausbilden und hier vorne hinschicken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, fünf. Und zack, zack, zack. Nein, nicht ihr solltet die Truppe Nummer 1 sein, sondern schon alle Einheiten hier. So, ich würde sagen, dann ballern wir doch mal hier oben ein zünftiges Erdbeben hin. So, schon einiges weggeboxt hier, wunderbar. Aber der baut mir noch viel zu viele Helden, da muss ich noch mal ein bisschen nachsetzen. Ach komm, gibt's immer ein paar Schweine. Was? Moment. Ach, auch feindliche Dorfbewohner ziehen, um einen Teil davon in Schweine zu verwandeln. Ja, komm. Möge dir geschweint sein. Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Ach, guck an, den Sohnemann habe ich hier ganz vergessen. So. Na komm, machen wir hier noch die paar platt und ihr könnt dann schon mal hier drauf marschieren, dann haben wir es nämlich. Hoffe ich zumindest. So, nicht dem Esel im Weg stehen. Weil schieß doch mal lieber bitte auf dieses Türmchen als erstes. Und macht ihr ruhig mal mit. Moment, da gibt es noch einen Held zu töten. Prostagma. Nämlich den Theokrat. Prostagma. Was hätten wir hier? Skarabäus-Anhänger. Erhöht die Angriffsstärke von Rammen, Behemoths und Skarabäen. Das ist ja schick, aber... Oh. Jetzt habe ich hier hinten gepennt. Na egal. Kriegen wir trotzdem alles hin. So, den Lümmel will ich aber doch eben noch platt machen. Einfach, weil ich es kann. Also, noch jemand unterwegs? Nee, ne? Also, ein paar Gastrapheten könnten wir noch gebrauchen. Denn die machen unfassbar viel Schaden gegen Gebäude, wie ihr gleich sehen werdet. Und gegen Infanterie auch. So, jetzt achte mal, wie schnell das Gebäude hier runtergeht, sobald die Gastrapheten anfangen loszuballern. Zack. Mal eben so 40 oder 60 Punkte oder wie viel das jetzt waren. Das ist schon eine sportliche Zahl. Jetzt kriegen wir das Gebäude auch sehr schnell klein. Ja, 2000 auf gleich haben wir es. Ja, das werden wir. Und es ist weg. Whey, Sieg! Was für ein bizarrer Traum, ihr Lieben. Gibt's noch eine Abschlussbesprechung? Yo. Zeus kann nicht direkt eingreifen oder er löst einen Krieg unter den Göttern aus. Aus diesem Grund seid ihr hier. Macht keinen Fehler. Wenn Kronos entkommt, so wird Atlantis aussehen. Und alles, was euch lieb ist, wird verloren sein. Akanthos, seid ihr wohl auf? Ja, nur ein schlechter Traum. Kommt mit mir, es wird Zeit, unseren Angriff zu planen.
Habe ich das richtig verstanden? Unter Osiris' Pyramide befindet sich ein weiterer Zugang zur Unterwelt? Ja, wenn wir den Körper von Osiris wieder zusammenfügen, wird er leben. Wir haben ein Stück. Die restlichen 3 Stücke müssen gefunden und hierher gebracht werden. Wir sollten uns trennen. Amanra, ihr, Chiron und ich werden unsere Männer aufteilen und die anderen Stücke zurückholen. Ajax, ihr kommt mit mir. So, ihr Lieben, das war's vermutlich. Jawohl, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Jetzt wissen wir nämlich auch, wie viele Teile wir suchen müssen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski.